Hallo Lesende, mein Name ist Melanie, ihr seid bei Seitenreise und heute geht es um meinen Lesemonat aus dem November. Abgesehen von diesen ganzen Sachen, die ich euch ausführlich in meinem Vlog besprochen habe, in dem ich versucht habe, meinen Sub zu reduzieren, was für die Zeit schon irgendwie funktioniert hat, aber naja, in der Zwischenzeit kamen da vielleicht doch auch wieder ein paar Sachen dazu. Habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen beendet im November. Es war ein recht ruhiger Monat, sagen wir es mal so. Ich fange auch mit den Sachen an, die ich als E-Book, also beziehungsweise mit dem einen Buch an, was ich als E-Book gelesen habe. Und dann hatte ich mir noch ein Buch aus der Bibliothek ausgeliehen. Das E-Book ist The Woman in the Library von Zulari Gentil. Ich glaube Gentil. Ja. Auf jeden Fall ist es ein Buch, da geht es um einen Todesfall in der Bibliothek von einer Frau. Und dieser Todesschrei dieser Frau führt 4 junge Menschen zusammen. Und das sind ganz unterschiedliche Figuren. 2 davon sind SchriftstellerInnen. Vor allem auch die Person, der wir folgen, derer Perspektive. Und einer ist studiert Jura, möchte aber eigentlich unbedingt failen, also durchfallen, weil er gar keinen Bock drauf hat und das nur studiert, um seine Eltern glücklich zu machen. Und wir haben dann noch eine, die Psychologie studiert. Genau. Und es beginnt auch direkt in der Bibliothek, dass unsere Schriftstellerin das hört, wie dieser Schrei kommt und aber vorher halt die 3 anderen Figuren um sich herum beobachtet und auch ein bisschen dafür nutzt, um besser herauszufinden, wie sie Figuren beschreiben kann und sich Hintergrundgeschichten zu überlegen. Und dann finden sich genau diese 4 Personen halt zusammen. Und irgendwie kommen sie halt auch dazu, dass sie nach und nach versuchen herauszufinden, warum ist diese Person gestorben, wer hat sie umgebracht, denn sie werden selbst auch bedroht und niemand weiß wirklich, was passiert. Überraschend war für mich, dass nach dem ersten Kapitel dann ein Brief kam an die fiktive Autorin, die diese Figur schreibt, die ja selbst einen Roman schreibt. Also das war so ein bisschen Writing-ception, ne? Und prinzipiell gefällt mir das ganz gut. Wir haben einen Mann, der ein bisschen auch Mansplaining-mäßig der Autorin erklärt, dass er das und das anders schreiben würde. Und ja, ich wohne ja in Boston, voll gut, ich kann dir Tipps geben. Und nach wird es aber ein bisschen skurril. Weil dann geht es halt auch darum, dass nochmal andere Leute irgendwie sterben und er dann so, ja, pass mal auf hier, ich bin durch Zufall an einem Ort vorbeigekommen, wo jemand gestorben ist und tut mir voll leid, die Leiche war schon abgedeckt, ich kann ja also nicht zeigen, wie irgendwie die Einstichstellen sind oder so und es wird irgendwie so ganz subtil creepy. Es kommt dann auch der Punkt, an dem das ausgenutzt wird für die Geschichte. Und er ist halt so ein bisschen pushy und er ist auch so dezent Stalker-mäßig. Und dann haben wir halt diese Autorin, an die er schreibt, die dieses Buch über die junge Autorin schreibt. Und diese junge Autorin, die ja in der Bibliothek sitzt und mit den 3 anderen den Schrei hört, ist eh stuck in einer Geschichte und weiß nicht so genau, was sie schreiben will und fängt dann an, die Geschichte zu schreiben, die sie erlebt und ein bisschen anders. Das heißt, wir haben ein ganzes Geklüngel. Und prinzipiell finde ich die Idee ziemlich cool. Ich finde nur, dass sie nicht perfekt umgesetzt wurde. Insofern, es wirkte alles recht distanziert dann auch und auch ein bisschen zu aufgesetzt für mich. Also ich, ja, also man kann so viel damit spielen, dass ja dieser Testlesende der Autorin
Feedback gibt und dann wird auch noch innerhalb der Geschichte Feedback gegeben. Aber irgendwie war mir das dann irgendwie schon wieder zu viel. Ich hätte es vielleicht gut gefunden, wenn eine Ebene weniger von diesem Schreibsachen drin gewesen wäre, weil dann wäre es nicht so verworren gewesen. Das hat es halt ein bisschen für mich madig gemacht. Es hat deshalb nur 3 Sterne bekommen, weil ich die Idee super finde und ich finde auch ein paar der Sachen und Twists, die dann passiert sind, gut, aber so war es halt. Ich habe es gelesen und ich habe es jetzt gelesen. Deshalb durchschnittliche, aber dennoch gute 3 Sterne. Dann habe ich noch ein Buch aus der Bibliothek ausgeliehen. Das habe ich schon wieder abgegeben, weil es auch vorgemerkt ist. Und zwar ist das eins, das ist aus dem Niederländischen übersetzt worden. Und zwar dieser Beitrag wurde entfernt von der Autorin Hanna Berwötz. Wotz? Hätte ich nochmal nachgucken können. Hier geht es um eine mittelalte junge Frau, die in einer Firma anfängt zu arbeiten, bei der es darum geht, dass man Posts von einer sozialen Plattform sichtet, die auf die Beschwerde eingelegt wurde und die dann halt entfernt oder doch stehen lässt. Und sie haben halt so eine Art Einführungswoche hinter sich, bei der sie im Prinzip drauf getrimmt wurden. Und es fängt halt immer ganz leicht an. Und letztendlich ist es aber so, dass sie pro Tag 500 Posts in der Regel bearbeiten müssen, damit ihre Quote ausreichend ist. Es kommen ja auch massive Beschwerden. Und dann ist es so, sie müssen sich auch alles bis zum Ende angucken. Das heißt, extrem viel. Was auch sehr abartig ist. Und wie das beschrieben wurde, wie sie da langsam reinkommt und wie sie eigentlich immer weiter abstumpft und trotzdem aber irgendwie halt auch zufrieden ist mit der Arbeit, weil sie ist gut darin und sie bekommt gutes Geld dafür und dann gibt es manchmal halt noch Nachtzuschläge oder Feiertagszuschläge. Und irgendwann ist es auch so, dass sie sich mit einer Kollegin anbändelt und verliebt. Und sie denkt im Prinzip, alles ist super, bis dann die ersten anfangen, von ihren KollegInnen zusammenzubrechen. Denn man kann sich das relativ schnell denken. Eigentlich ist es keine Arbeit, die man lange aushält. Und der Einstieg ist halt vor allem so ein bisschen von einer Art Therapiesitzung. Was ist das Schlimmste, was sie je gesehen haben während dieser Arbeitstätigkeit? Und das ist halt auch so ein bisschen der Aufhänger, der sich durch diese ganze Novelle zieht. Weil ab und zu berichtet sie auch darüber ein bisschen detaillierter, was gesehen wurde. Eins hat dann auch ein bisschen für die weitere Handlung einfach eine Bedeutung. Und es war schon super interessant. Ich hatte vielleicht ein bisschen eine andere Erwartung, dass es ein bisschen mehr ins Horror auch geht. Irgendwie ist ein bisschen mein neues Lieblingswort. Das tut mir unfassbar leid. Aber ich habe einfach gemerkt, es ist ein unfassbar wichtiges Thema. Aber ich war nicht richtig drin. Und es geht mir jetzt nicht darum, dass ich selbst sensationslustig sein wollte, sondern es war einfach irgendwie von der Erzählweise nicht so, dass ich gesagt habe, mir gefällt das, was ich da lese. Es soll ja nicht gefallen, aber ich fand es halt ein bisschen zu distanziert geschrieben. Das hat mir nicht gefallen und es war auch irgendwie, ich fand es nicht hundertprozentig nachvollziehbar alles einfach. Und das hat es mir schwer gemacht, den Zugang richtig gut zu finden zu der Geschichte. Ich habe trotzdem 3,5 Sterne gegeben, weil ich das Ende extrem gut finde. Und das Ende auch viele Leute frusten wird. Aber ich bin so teamoffene Enden. Und ja, das hat mir dann letztendlich schon gefallen. Und es ist auch ein Buch, was mir weiterhin so ein bisschen durch den Kopf geht, weil ich bin ja selbst Nutzerin von sozialen Medien und
wenn ich dann denke, okay, da ist dann halt jemand, der das und das und das macht und postet und dass diese Figur, der wir folgen und die Leute in ihrem Umfeld das tagtäglich mehrmals sehen müssen, finde ich halt schwierig. Okay. Genug dazu. Es war vorgemerkt, es ist auch ein Titel, der ist so ein bisschen low-key, bekannter und erfolgreicher. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, es kennt ihn niemand. Also das hat mich total fasziniert, als ich dann halt geschaut habe, wie sind so die Rezensionen von anderen Leuten. Und auf Deutsch habe ich extrem wenig gefunden. Dann habe ich eine Anthologie gelesen. Das ist sogar etwas, was ich als erstes beendet habe. Und zwar ist es Hereinspaziert von Ingrid Pointecker herausgegeben im Verlag Ohne Ohren, der ja in Österreich, speziell Wien, seinen Sitz hat und einfach super fantastische Literatur herausbringt. Habe ich euch ja auch in meinem Neuzugänge Buchhorn vorgestellt und auch über den Verlag ein bisschen was erzählt. Wenn ihr da reinschauen wollt, super gerne. Ich verlinke euch das auch erstens oben da auf dem i und in der Infobox nochmal. Bei Hereinspaziert war das Thema, dass die AutorInnen Geschichten einreichen sollten, die sich mit diesen Freakshows und Menschenschauen beschäftigen, aber halt nicht im Sinne von dieses Autounfall-Faszination weiterzutragen und zu reproduzieren, sondern halt die Geschichten von den Menschen zu erzählen, die dort ausgestellt wurden. Und das ist eine extrem gute Sammlung geworden. Mir hat tatsächlich nur eine Geschichte nicht gefallen. Die habe ich, glaube ich, auch gerade gar nicht zu Ende gelesen. Aber hier sind so klasse Titel dabei. Von Chris Gosen, Die Anomalie des Herzens, hat mir mega gefallen. Was ich auch super fand, ist Die Eselsfrau von Cornelia Schmidt. Und was? Ah, Das Kurbelkind von Lisanne Soburg. Das sind jetzt mal so drei, auf die mein Blick gefallen ist und die ich richtig gut finde. Es sind aber mehr Geschichten drin, die extrem gut sind. Also hier sind, glaube ich, 14 Geschichten oder so drin. 16 Geschichten. Haha. Ah ja, und da gehört auch Steampunk noch dazu. Und die Anthologie hat von mir 4 Sterne bekommen, weil es waren so ein paar Geschichten dabei, die fand ich okay. Und halt eine, die hat mir nicht gefallen. Deshalb hat es nicht für 5 Sterne gereicht. Man kann nicht wirklich Science Fiction sagen, irgendwie schon. Der Autor ist bekannt für seine Weird-Fiction-Romane und darunter würde ich es jetzt auch mal laufen lassen als Kategorie. Ich habe endlich nach Auslöschung von Jeff Vandermeer gegriffen. Das ist der erste Teil der Southern Reach-Reihe. In dem Fall erschienen bei Knauer und hier kann ich es euch auch gleich sagen, von Michael Kellner übersetzt. Ich habe den Film gesehen vor Jahren, als er rauskam. Also, wann war das? 2017, 18, irgendwas in der Richtung. Es ist vor Pandemiezeiten auf jeden Fall. Und fand den gut. Der hat sehr viel zum Nachdenken angeregt und ich finde das offene Ende auch spannend. Würde jetzt den Film auch gerne nochmal gucken mit der Basis des Wissens in diesen Buch, was ich jetzt gelesen habe, muss ja sagen, das Buch hat mir jetzt nicht unbedingt gefallen. Es hat von mir letztendlich nur 2 Sterne bekommen. Es hat ja dadurch, es fällt niemals ein Name. Es geht hier um die Biologin, die Anthropologin, die Psychologin und die Kartografin, glaube ich. Und die gehen in die Area X, die so eine mysteriöse Zone ist an der Küste von irgendeinem Stück Land und die seltsame Entwicklungen einfach zeigt und auf die man auch irgendwie nur ganz komisch reinkommen kann. Und es war einfach so, ich habe den Film im Hinterkopf gehalten und ich finde den Film
unfassbar eindringlich. Und das war einfach nur so da 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 da. Es war irgendwie so ein Geleiere von Informationen und das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und selbst dann, als irgendwie die Dinge passiert sind, die wirklich so ein bisschen okay, what happens here sind, es kam einfach keine Atmosphäre auf. Und das ist halt für mich ein großer Verlust. Ich finde es jetzt auch nicht so, dass es unbedingt der perfekte Kniff für die Geschichte war. Es gibt Geschichten, in denen funktioniert das so gut, dass die Sprache diese Distanziertheit hat und dadurch ein gewisses Gefühl, ein gewisser Zustand von der Figur beschrieben wird. Aber hier hat das für mich gar nicht funktioniert. Und deshalb war es eine Enttäuschung eher und ich werde definitiv nicht weiterlesen. Es ist aber ein Buch, das ich von meinen Suppleichen jetzt befreit habe. Eins noch, bevor das Jahr endet und neue hinzukommen. Ja. Und ich bin so stolz auf mich. Ich habe den ersten Teil einer Trilogie gekauft und dann hat mir das gefallen und ich habe Band 2 gekauft und Band 2 direkt gelesen. Und zwar, ich zeige euch gleich mal den Gag davon. Sie gucken sich an. Außerdem wunderschön, 1 und 2. Und das ist jetzt nichts, was ich unbedingt brauche, aber ich finde es hübsch. Es ist nett. Und das ist auch ein Farbschnitt, der wird in jeder Auflage existieren. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie danach jagen. Und das finde ich dann auch voll okay, wenn man als großer Verlag sagt, okay, wenn wir das machen, dann machen wir das auch durchgehend. Und dann kriegt das vielleicht nicht jeder Titel. Aber, ne? So, auf jeden Fall. A Song of Wrath and Ruin ist Teil 1 und A Psalm for the, of Storms and Silence ist Teil 2. Es ist geschrieben von Roseanne E. A. Brown, nicht E, A. Ich guck mal, wer es übersetzt hat. Die Diana Bürgel. Ich weiß, dass Jade Sky es Sensitivity geredet hat, was ich super finde. Und schaut doch mal. Ich finde, die Autorin sieht schon stark aus. Im Deutschen sind die englischen Titel übernommen worden und es gibt Zusätze zum Hauptsachtitel, wie es BibliothekarInnen nach Rack sagen würden. Und zwar die Spiele von Solstasia und die Magie von Solstasia. Und so ein bisschen geht es auch darum. Solstasia ist eine. Ich halte jetzt mal nur Band 1 hoch. Das wird nämlich auch schwer in der Hand. Solstasia ist ein Ereignis in dieser Fantasy-Welt, das alle 50 Jahre stattfindet. Das ist, wenn ein Komet eine Woche über im Himmel zu sehen ist. Und die Magie, die die Königsfamilie den Platz sozusagen gesichert hat, erneuert wird. Hauptsächlich an der Front ist es so, es ist halt ein einwöchiges Fest, bei dem die Bevölkerung mit ganz vielen Spielen unterhalten wird und jede der 7 Lebensausrichtungen einen Champion ins Rennen setzt. Und da, jetzt muss ich nochmal überlegen, diese 3 Herausforderungen übernehmen und am Ende kriegen sie halt was. In der Regel ist das irgendwie ein Sitz im Rat oder irgendwelche Ländereien. Diesmal ist es so, dass die Prinzessin von von Solstasia, genau, Sonande. Ja, Sonande. Oh, ich habe mir was gemerkt. Voll gut. Sich einen Ehemann sucht. Denn sie entdeckt in einem mysteriösen Buch, das sie gewonnen hat, ein Zauberspruch für ein Ritual, das jemanden wieder lebendig werden lassen kann. Und für dieses Ritual braucht sie aber das Herz eines Königs. Ja, super, jetzt ist sie die einzige Königin in diesem weiten Land. Und so in der Umgebung gibt es jetzt auch nicht wirklich Monarchien. Also muss sie sich halt opfern für in der Richtung. Und sie will das, weil ihre Mutter getötet wird, zu vor Beginn der Festlichkeiten. Und das soll aber niemand wissen. Und dann
sondern es war ganz viele Verstrickungen. Und sie hat sich in den letzten Jahren immer so benommen, dass niemand ihr zutraut, dass sie irgendwie vernünftige Entscheidungen treffen kann. Und einer der Champions, nämlich Malik, hat ebenfalls einen Grund, an diesen Festlichkeiten teilzunehmen. Denn seine kleine Schwester wurde entführt von einem Dämon und der verlangt, dass die Prinzessin getötet wird. Also haben wir hier zwei Menschen, die gegeneinander kämpfen und versuchen, einander näher zu kommen, um irgendwie diese Rituale und diese Versprechen zu lösen und dabei aber sich halt auch verlieben. Ja, darum kommen wir nicht. Ich finde, das ist aber so ein bisschen das Low-Key-Level. Das ist auch nicht, das spielt nicht meistens an der Front. Und ja, deshalb gefiel mir das auch. Also, ich konnte damit gut leben. Das war auch irgendwie halt so eine Beziehung, die nicht so überhastet war. Also, ja, sie fanden sich von Anfang an irgendwie gut aussehend und so, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie sofort übereinander herfallen wollen, sondern das hat halt auch eine Basis. Mir hat vor allem hier an den Büchern gefallen die Art der Magie, die auf zwei Arten existieren kann. Eine Gruppe von Menschen, die Zauberkraft besitzt, kann sozusagen eher so das Illusion, das Nicht-Substanzielle und die anderen können das Substanzielle beeinflussen. Und das hat mir auch ganz gut gefallen als Konzept. Was ich auch gut finde, sind einfach die beiden Figuren, die ProtagonistInnen, die sehr viele Gründe und halt so Schattierungen haben in ihren Entscheidungen und die mit ihren Entscheidungen auch kämpfen und die auch zum Beispiel Malik kämpft mit Angstattacken und damit, dass halt er immer von Geistern verfolgt wird und ihm das aber ausgetrieben wurde, dass er daran überhaupt glauben darf oder dass das existieren kann. Und ich finde, das ist hier sehr, sehr gut gemacht. Ich finde, es ist super geschrieben. Es hat sich locker flockig weglesen lassen. Ne? Weshalb ich dann auch gesagt habe, okay, du lässt es jetzt nicht schleifen, du liest den zweiten Band auch sofort und ich bin sehr glücklich darüber. Dann da gab es auch noch mal ein paar richtig gute Twists auch, ein paar neue GegnerInnen, die gewisse eigene Gründe haben, um die Menschen aufzuhalten oder ihnen zu helfen. Und nichts ist einfach nur schwarz oder weiß. Und das finde ich auch super. Und es hat dann auch noch einen traurigen Momente gehabt. Und ja, es war einfach ein richtig schönes, rundes Paket. Und einfach eine dicht geschriebene Welt, die mir Spaß gemacht hat und die halt mal auf einer nicht westlich zentrierten Basis für die Geschichte existiert und geschrieben wurde. Und ja, also meine Empfehlung hat's, wenn ihr irgendwie mal ein bisschen YA lesen wollt, die nicht voller Klischees ist auch. ja, da hat es mir definitiv Spaß gemacht. Kann ich nur so empfehlen. Das sind dann aber auch schon die Dinge, die ich gelesen habe. Plus halt der Vlog. Was habt ihr so im November gelesen? Gab es bei euch auch ein Buch, das euch extrem enttäuscht hat? Das würde mich riesig interessieren, weil ich hatte schon irgendwie so kleine Erwartungen dran und finde es jetzt echt schade. Was ich euch noch zeigen kann, Mini Haul, weil ich war auf einem Mittelalter-Weihnachtsmarkt und habe da zwei, drei Sachen mitgenommen. Zum einen Leckerlis für mich und zwar einmal eine Pistazienrolle, die ist sehr lecker und eine Kokosstange. Und wer mich kennt, weiß, Kokos ist halt schon was sehr Geiles. Also bin ich sehr gespannt drauf. Außerdem habe ich an einem Stand und die haben das so als Mausablage fürs Handgelenk beworben und ich habe aber was anderes damit vor. Ich habe nämlich in letzter Zeit, ich lese ein bisschen mehr mit meinem E-Reader und wenn ich dann rechts auf der Seite lege, knickt mein Handgelenk irgendwie immer so ab und ich will mal schauen, ob das dabei auch hilft. Es hat auch Kräuter drin und riecht super gut. Ja, so ein kleines Kissen, das einfach gefüllt ist, ganz nett knistert.
gut riecht, wie gesagt. Und halt einfach so eine Abstütze sein soll für Mausarbeit, ne? Und da will ich einfach mal schauen, ob das halt auch beim Lesen hilft. Ich werde euch berichten. Und ich habe mir zwei Tinten gekauft. Eine Vintage Rose und eine Kastanientinte mit Glitzer. Eine ist halt wirklich so ein tiefes Altrosa, sehr dunkel. Und das andere ist Kastanie mit Glitzer. Also es ist so ein metallischer Effekt. Werde ich meine Glasfedern mal auspacken. Und wie gesagt, beantwortet mir die Fragen und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Ich bin jetzt auch heute erst getaggt worden für den Small Booktubers Tag. Das werde ich im Dezember auch noch einbauen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, behaltet den Regenbogen im Herzen, die Toleranz im Kopf. Tschüss!